Vom Näsli bis zum Schwänzli wird mit Sicherheit auch am Festival Food Zurich ein Thema sein. Nämlich an der 11-tägigen Veranstaltung mit über 90 Anlässen rund ums Thema Essen und Trinken. Und zwar von Haute Cuisine bis Street Food. Ein Festival für Geniesser, wir sind für Sie an der Medienorientierung. Vom 8. bis zum 18. September wird Limmatstadt also zur Food-Hauptstadt. Food Zurich ist der Name der neu gegründeten Dachorganisation. Ein Zusammenschluss von Zürich Tourismus und Partner aus der Gastronomie und Hotellerie. Mit diesem Event soll die Food-Szene in Zürich noch klarer positioniert werden. Wir von Zürich Tourismus sind der Meinung, es läuft sehr viel zum Thema Food, Food Festivals in dieser Stadt, aber sehr vieles sehr heterogen. Und es ist für uns sehr schwierig, das zu nehmen und darüber Zürich können zu positionieren als Destination. Und wir haben gefunden, was es braucht, ist eine Klammer darüber, wo die verschiedensten bestehenden Festivals teilweise vereint und auch die Möglichkeit dann gibt, für Restaurants, Gastronomen, die kleiner sind, können mitzumachen als an einem Festival, die nicht können, ihr Restaurant zumachen und irgendwo her kochen, sondern die ihren Gaststätten etwas machen. Und genau das ist das Konzept von diesem Festival, dass man über die ganze Region verteilt, vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof, von kleinen zu grossen Restaurants ein Festival machen mit über 80 Anlässen, mit über 60 Restaurants, die Stadtgerichte anbieten und mit mehreren Festivals, wie zum Beispiel das Street Food Festival oder das Epicure im Dolder, wo wir unter einem Dach vereinen. Angesprochen sind aber nicht nur Genussmenschen, die breite Küche und Vielfalt lieben und schätzen. Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen. Nur schon auf dem Gelände vom ehemaligen Güterbahnhof bietet bis zu 70 Streetfood-Spezialisten Gerichte aus der ganzen Welt an. Aber auch Einheimisches kommt nicht zu kurz. Gut 60 Restaurants servieren speziell kreierte Stadtgerichte. Ja, als Gastronom ist natürlich das Spannendste, dass man muss innovativ sein muss. Man muss überdenken, was macht man, wie möchte man an so einem Festival mit teilnehmen, was möchte man speziell mit seinen Mitarbeitern machen. Es ist eine Challenge für die ganze Mannschaft. Neue Sachen entwickeln, all die neuen Komponenten drin hineinbringen, das ist natürlich mal die erste Herausforderung, dass wir unseren Gästen etwas Neues bieten können, etwas Spezielles bieten können. Ein Food Festival in diesem Umfang hat es auch in Zürich noch nie gegeben. Speziell erwähnt sind die täglichen Führungen im Untergrund vom Hauptbahnhof, einer der grössten unterirdischen Produktionsstätten von Europa, oder das Running Dinner, ein Abendessen in drei verschiedenen Restaurants.